Guten Tag, heute im S8, aber spielt eigentlich keine Rolle. Und zwar, es geht um die Start-Stopp-Automatik, die wir heute mal ausprogrammieren. Das alte, bekannte Thema, Zündung an, Zündung aus, und jedes Mal ist die Start-Stopp wieder an. Und es nervt, also mich nervt es zumindest. Da zeigen wir euch mal, wie das geht und hoffen auch, dass es funktioniert. Ihr geht in Steuergerät 9, Zentralelektrik. So, dann dauert das ein bisschen. So. Zugriffsberechtigung. Einmal auf Zugriffsberechtigung, genau. Dann müsst ihr den Zugriffscode hier eingeben. Bei uns in diesem Fall die 20113. So. Geht dann auf Anpassung. Geht in den Kanal 34. Da wir es schon geändert haben, steht hier normalerweise ein anderer Wert. 28 hatten wir jetzt. Bei uns war es 28, genau. Wir haben aber auch schon Werte gesehen von 20 und so weiter, aber mit 32 müsste es funktionieren. Aber das müsst ihr halt mal ausprobieren, ansonsten könnt ihr es ja wieder zurücksetzen. Genau. Zur Not. So. Und. So, und wie ihr seht, praktisch, gut bis draußen. Start, Stopp jetzt aus. Zündung aus. Fährt er erstmal wieder runter. Zündung wieder an und es bleibt dauerhaft so geschaltet. Ja, also wie gesagt, müsste auch bei anderen Audi-Modellen funktionieren. Garantie geben wir natürlich nicht, das müsst ihr ausprobieren. So wird es gemacht. Und da gibt es auch noch Varianten mit diesen, die ihr in den Volt hochsetzen, dann ist aber dauerhaft aus. Das macht ja keinen Sinn. So ist immer mit Memory-Effekt. Er merkt sich halt, was ihr zuletzt eingestellt habt. Bessere Lösung meiner Meinung nach. Ja, wir hoffen, wir konnten euch helfen. Bis dann. Tschö. Tschö.